Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr am Start seid, denn heute gucken wir uns mal wieder was Besonderes hier an, denn Automobilista 2 hat gestern am 31. Oktober ja ein paar GT3 Boliden und ein paar GT4 Boliden bekommen mit einem ja etwas größeren Update, wo leider noch nicht die Nordschleife mit drin war. Die wird jetzt aber auch bald in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen kommen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber zieht es euch im Hintergrund mal rein. Gerade der grüne AMG aus 2015 ist der, meine ich. Also auch noch nicht die Evo-Edition sozusagen. Und hier im Hintergrund der gelbe, ja, Porsche 911 GT3 R aus dem Jahr 2016. Also auch nicht der aktuelle, aber wie gesagt, das ist jetzt gerade mal der Anfang und jetzt gleich kommt auch der dritte im Bunde, der hier in der GT3-Klasse noch mit dazugekommen ist, denn genau diese Schätzlein, der McLaren 720S GT3, das ist tatsächlich der aktuelle Bolide von McLaren, also das 2019er Modell, und da wollen wir heute mal in alle drei reinschauen, was die so können, und da machen wir auch mal ja so ein paar Vergleiche, beziehungsweise ich werde euch einfach mal meine Eindrücke, meine ersten Eindrücke hier so ein bisschen schildern. Und wir starten hier auch mal direkt mit dem McLaren auf Brands Hatch. Also englisches Auto, englische Strecke, habe ich mir gedacht. Und vor allem, wir haben diese Strecken ja auch in ACC, also Brands Hatch. Dann wird jetzt als nächstes gleich der Porsche kommen auf Kyalami und danach wird der AMG auf dem Nürburgring kommen. Und da können wir auch mal generell diese Autostreckenkombination ein bisschen vergleichen. Und natürlich auch vor allem die Autos, wie sie sich anhören, wie sie sich fahren lassen, wie sie aussehen. Diese ganzen Dinge, die wollen wir uns heute mal anschauen. So, und ich bin direkt erstmal ein kleines bisschen ruhig, damit ihr euch mal die ersten Soundeindrücke hier holen könnt. Und da bin ich jetzt mal mega, mega, mega gespannt, was ihr einfach von eurem allerersten Eindruck, von dem Sound her, von der Optik her und auch wie sich das Ganze, ihr könnt es jetzt natürlich nicht im Lenkrad fühlen, aber wie es so den Eindruck vom Fahrverhalten her macht. Und da möchte ich auch direkt schon mal anfangen, also das Fahrverhalten. Wir werden natürlich gleich noch, wie gesagt, bei dem Porsche reinschauen, bei dem AMG reinschauen. Aber was ihr, ich hoffe, auch vielleicht rein visuell schon mal wahrnehmen könnt, in den Kurven, dieses Gripniveau, was man hier in Automobilista 2 hat, und vor allem das Force Feedback, was man hier in Automobilista 2 hat, das ist wirklich unnormal krass und unnormal geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn man zum Beispiel hier so in eine Kurve reinlaufen lässt und man merkt, wie sich der Grip so aufbaut und wie das Lenkrad quasi immer schwerer wird und du spürst wirklich sehr, sehr gut, wann du am optimalen Grip-Level angekommen ist und wann du Grip verlierst, und du merkst auch das Gewicht, was auf den Reifen sozusagen liegt, gerade hier in so einer langgezogenen Rechtskurve, dass die linken Reifen sehr, sehr krass belastet sind. Ich finde, das ist so eine Sache, das ist mir aber auch schon in anderen Klassen aufgefallen, bevor jetzt die GT3 und GT4-Klasse hier drin war, dass ihr da ein sehr, sehr gutes Gefühl hier in Automobilista 2 habt. Und das Force-Feedback, das spielt quasi genau auf diesem Niveau mit. Also ihr könnt das wirklich extrem, extrem gut im Force-Feedback spüren und wahrnehmen, was jetzt gerade mit dem Reifen passiert. Und auch diese Gewichtsverlagerung. Ihr seht zum Beispiel immer, wenn man um die Kurve fährt und das Auto so ein bisschen anfängt zu wippen auf der Innenseite, dass es zum Beispiel in einer Rechtskurve rechts ein bisschen leichter wird und das Gewicht nach links drückt. Das könnt ihr hier sehr, sehr gut sehen, auch in den Wiederholungen. Und das ist so eine Sache, die mir extrem gut hier in Automobilista 2 gefällt. Der Sound, ich weiß es nicht, was jetzt realistischer klingt. Also ACC ist wirklich schon brachial gut, was den Sound angeht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Automobilista 2 schlecht vom Sound ist. Es ist anders. Ich kann es jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, was besser oder was schlechter ist. So, wir springen mal hier in die nächste Kombination rein. Kyalami, da gibt es auch noch die ältere Version. Aber wir nehmen hier natürlich die aktuelle, um einen Vergleich zu haben. Und dann nehmen wir den Porsche 911 GT3 R. In einem schönen Gelb. So, und ich bin mal wieder ruhig. Ihr könnt einmal hier den Onboard-Sound schon mal ein bisschen genießen.
Ja, Freunde, da würde mich natürlich auch wieder eure Meinung interessieren. Haut es mal in die Kommentare. Was sagt ihr zum Porsche? Was sagt ihr auch gerade zum McLaren? Allein vom Sound her. Ich finde es extrem geil. Ich finde den, ich weiß nicht, ob wir das gleich nochmal hören werden. Im ersten Gang klingt der ein bisschen komisch. Da ist der wirklich sehr, sehr viel irgendwie am Pfeifen. Aber generell finde ich, ist schon sehr, sehr gut gelungen. Aber ob es jetzt wirklich 1:1 realitätsnah ist, keine Ahnung. Ich fand den Porsche bei ACC, weil ich hatte auch mal ein paar Onboard-Aufnahmen gesehen, fand ich noch ein bisschen realitätsgetreuer, aber ich finde ihn jetzt hier in Automobilista 2 auch nicht schlecht vom Sound. Deswegen, wie gesagt, würde mich mal interessieren. Hier können wir auch noch mal eben kurz von außen hören. Also man hört auf jeden Fall die Porsche-Note definitiv raus, zu 100%. Das Getriebegesäusel und alles so von außen finde ich ein bisschen zu krass noch. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, ich bin noch nie in GT3 gefahren in echt, aber es klingt auf jeden Fall so ein bisschen aufgesetzt und ein bisschen zu dominant. Aber es macht wirklich einen sehr, sehr geilen Eindruck und vor allem, was wirklich auch das mit das Wichtigste ist, während wir hier mal den Körb komplett mitnehmen, aber daran seht ihr, dass das Fahrwerk, also es ist alles irgendwie, fühlt sich ein bisschen weicher an, es arbeitet mehr. Ihr seht es ja auch, wenn wir zum Beispiel hier auch in die Enge links reinfahren. Es fängt alles immer so ein bisschen an zu wippen. Wenn wir jetzt auch wieder aufs Gas gehen, seht ihr das? Die linke Seite, jetzt in so einer scharfen Linkskurve, die wird dann sehr, sehr leicht und ist ein bisschen mehr am Arbeiten, alles vom Gefühl her, als in ACC. Aber da ist jetzt die Frage, was ist realistischer? Oder was fühlt sich authentischer an? Ich habe natürlich in ACC jetzt über 700 Stunden mittlerweile und ich finde ACC mega, auch vom allem drum und dran, aber es fühlt sich definitiv rutschiger an, als zum Beispiel jetzt hier in Automobilista 2 vom Grip-Niveau her. Das würde mich auch mal interessieren, vielleicht ja, kann das ja einer schon mal irgendwie, der vielleicht mehr Erfahrung hat, vielleicht auch schon mal irgendwie unterwegs gewesen ist in GT-Fahrzeugen, vielleicht sieht das ja irgendjemand, ich weiß es nicht. Aber was ist da realistischer? Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Es macht auf jeden Fall beides einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ACC liebe ich sowieso, aber Automobilista 2 ist vom Gefühl her, vom Grip-Niveau her, auf jeden Fall nochmal viel griffiger. Viel mehr am Arbeiten. Ihr seht es auch hier in der Wiederholung. Das lassen wir hier mal kurz laufen. Ihr seht, wie das Auto immer so mit am Wippen ist. Es sieht ziemlich weich erstmal aus. Aber man kennt das ja auch in echt, wenn die Autos gewissermaßen über Bodenwelten fahren, dass das alles so ein bisschen am Arbeiten ist. Deswegen, ich kann das noch nicht so ganz einschätzen. Aber wir gucken jetzt gleich mal zu guter Letzt dann noch auf dem Nürburgring im AMG, wie das Ganze sich da verhält. Also die ersten beiden Fahrzeuge haben wirklich schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Auch die Rundenzeiten hier auf Kyalami. Hier seht ihr zum Beispiel, ist das Rad auch mal kurz stehen geblieben. Also das sind alles so kleine Details, die du auch in ACC hier und da nicht hast. So, und jetzt switchen wir mal hier auf den Nürburgring. Und gucken mal, was da so abgeht, wie die Strecke auch so umgesetzt ist, wie das Auto umgesetzt ist. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, der Nürburgring ist definitiv anders als in ACC. Also ich werde auch gleich euch ein paar Beispiele zeigen, was da genau anders ist, während wir uns hier erstmal das wunderschöne 3D-Modell anschauen. Also unfassbar schick, diese 3D-Modelle. Aber das kennen wir auch schon aus Project Cars zum Beispiel, Project Cars 2. Darauf basiert ja hier auch diese Engine. Und da sahen ja die 3D-Modelle auch immer mega, mega geil aus. Ja, richtig, richtig fettes V8-Geböller, Leute. Also, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und es ist vom ersten Gefühl auf jeden Fall viel, viel basslastiger als in ACC, der AMG. Ist auch wieder die Frage, was klingt jetzt detailgetreuer? Was klingt ja realitätsnäher? Keine Ahnung. Also, ich finde beides sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dass beide, also ACC sowieso vom Sound her, meiner Meinung nach im GT3-Segment mit das Maß aller Dinge.
Aber Automobilista 2 finde ich da auf keinen Fall schlecht. Es ist auf jeden Fall anders. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und hier sehen wir zum Beispiel, da bin ich kurz aufs Grüne gekommen. Da wird ziemlich, ziemlich rutschig. Und das ist auch noch so ein Ding bei Automobilista 2. Neben der Strecke. Da hast du ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig Grip. Also wenn du da einmal kurz auf die Wiese kommst oder hier auch auf so einen grünen Teppich, also da geht fast gar nichts. Und das ist noch so ein Ding, was ich so ein bisschen unrealistisch finde. Weil wenn man in echt mal kurz irgendwie neben der Strecke ist, dann drehst du dich auch nicht komplett direkt weg. Also du hast dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Grip, würde ich sagen. Deshalb, ja, das sind noch so Kleinigkeiten. Und generell, Automobilista 2 hat ein Riesenpotenzial in meinen Augen, aber der Feinschliff, der ist wirklich noch nicht, ja, an manchen Ecken noch nicht so gut vorhanden. Du hast manche Beispiele, die sehr, sehr geil sind und manche, die halt nicht so geil sind. Und auch generell so dieses ganze Drumherum, während wir uns hier mal in der ersten Kurve diesen kleinen Drift anschauen. Die Traktionskontrolle, die haben wir auf 20%. Und das passierte zum Beispiel in ACC auch relativ selten, wenn du da eine niedrige Traktionskontrolle fährst, dass du die Karre so ausbrechen lassen kannst. Auch da wieder, was ist realistisch, was nicht. Das sind nur Sachen, die mir jetzt gerade aufgefallen sind, wo ich das hier zum ersten Mal gefahren bin. So, aber die Strecke. Wie gesagt, ich habe hier schon ein paar Unterschiede auch festgestellt. Und rundenzeitentechnisch ist das gar nicht so unterschiedlich. Werden wir gleich sehen. Das ist hier keine superschnelle Runde, aber eine solide Runde, sage ich mal, die wir hier gefahren sind. Jetzt hier auf dem Weg zur Dunlop-Kehre. Hier diese Anbremspunkte, die sehen auch ein bisschen anders aus, finde ich. Da habe ich in ACC ja ein bisschen andere Anhaltspunkte. Aber jetzt auch Schumacher S. Achtet mal drauf, ich bin hier voll auf dem Gas. Also auch noch nicht mal gelupft oder so. Ich bin einfach voll drauf geblieben und kann hier das Schumacher S eigentlich ohne Probleme gehen. Mit vollem Reifengrip sozusagen. Die Reifen bauen natürlich auch ab. Dann kann das auch schon wieder anders aussehen. Aber das kannst du in ACC vergessen, da voll durchzugehen. Du musst da immer mindestens ein bisschen lupfen. Und auch jetzt gleich oben diese kleine Schikane, die sieht auch ein bisschen anders aus, finde ich. Und die kannst du auch ja ein bisschen aggressiver rannehmen, weil einfach die Curbs nicht so hoch sind. Werdet ihr jetzt nochmal sehen. Da habt ihr nicht diese Erhöhung hier. Da könnt ihr nämlich einfach ganz entspannt quasi drüber fahren und das ein bisschen aggressiver angehen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die kann ich schlecht beurteilen, weil ich ACC zu 99% gefahren bin. Und alle anderen, zum Beispiel F-Octa 2 oder iRacing oder wie sie alle heißen, bin ich kaum gefahren. Und deswegen würde mich mal eure Meinung interessieren. Was sagt ihr generell zu den GT3-Fahrzeugen? Im nächsten Video werden dann auch noch GT4-Fahrzeuge kommen, die wir testen werden. Werde ich auch noch ein Video zu machen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch das gefallen hat. Aber was sagt ihr zum allerersten Eindruck hier zu den drei GT3-Fahrzeugen, die wir jetzt bekommen haben in Automobilista 2? Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv festgestellt habe, das Force-Feedback ist grandios in den Autos. Also du hast wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Gripniveau, für das Gewicht, wie der Reifen arbeitet, wie das Auto arbeitet. Und du kannst deshalb sehr, sehr gut auch das Limit herausspüren. Also es fühlt sich nicht so rutschig an wie ein ACC. Soundtechnisch ist das Ganze, würde ich sagen, Geschmackssache. Also ich finde die Sounds nicht schlecht. Sie sind ein bisschen basslastiger, zum Beispiel beim AMG. Und ja, beim Porsche, du hast auf jeden Fall die Porsche-Note herausgehört. Und auch beim McLaren hast du so diesen typischen McLaren-Sound gehabt. Aber was jetzt im Endeffekt besser ist oder authentischer, realistischer ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Aber das Wichtigste, das Fahrgefühl, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird bei Automobilista 2, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf Automobilista 2 habt, dann lasst es mich auch mal gerne wissen in den Kommentaren. Vielleicht können wir da in Zukunft ja auch noch mal ein bisschen mehr machen. Bald kommt die Nordschleife. Dann können wir sowieso erstmal gucken, was hier auf der Nordschleife abgeht. Und dann gucken wir uns natürlich dann auch noch mal das Wettersystem an. Machen vielleicht mal hier so ein Rennen oder ein Multiclass-Rennen oder vielleicht auch mal den Multiplayer. Und dann ziehen wir uns das Ganze noch mal genauer rein. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, haut ein Däumchen raus und dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Haut rein. Ciao.